Willkommen! Auch, dass du das mit dem Klatschen... Ja. Halt! Ja. Halt, stopp! Ja. Dass du das mit dem Klatschen drin gelassen hast, war so klar, ne? Du hast Klatschen... Ja, natürlich, alles sowas mit drin gelassen. Oh Mann, ey. Ja, was denn? So, ich bin jetzt in der Vergangenheit, habe ich gehört. Genau. Du hast die Zukunft gewählt. Wählte der andere Spieler die Vergangenheit. Ja, ich hoffe es doch. Ja, genau. Wenn er nicht ein Kacknoob ist. Das bin ich. Vertraust du der Person in der Vergangenheit? Nein. Ja, soll ich mal nein sagen? Ja. Wähle zwischen Biene, jetzt haben wir, ne? Genau, jetzt haben wir die Biene. Sieht auch nicht irgendwie aus wie eine Biene mehr, wie was Aggressiveres. Das stimmt. Du bist bestimmt schon bereit anzufangen. Ist die andere Person auch bereit? Die ist nie bereit. Oh, ich bin sowas von bereit. Ja, bin ich. Jetzt werden Erinnerungen gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit die Rätsel anders sind. Ja, ob noch was Neues kommt, oder? Okay. Okay. Ich habe einen Brief. Meine geliebte Tochter Rose, wenn du diesen Brief findest, bin ich nicht mehr auf dieser Welt. Aber es gibt Hoffnung. In den letzten Monaten habe ich ein Gerät entwickelt, das eine Verbindung zu einer vertrauenswürdigen Person in der Zukunft herstellt. Der Raum, in dem du dich befindest, kann von dieser Person beeinflusst werden. Öffne aber erst diese Box und warte auf weitere Anweisungen. Naja, macht gibt dir einfach nicht so richtig dumme Anweisungen. Ich habe Schalter. Ich habe 3x3-Feld. Da muss ich, glaube ich, klicken. Ich habe jetzt die Box auf jeden genau. Fall. Genau, ich habe ein 3x3-Feld. Ich drücke jetzt den Knopf. Drück den Knopf. Was passiert? Willkommen zum Würfelgerät 018F. Das ist das gleiche wie letztes Mal. Das ist wirklich genau das gleiche, oder? Das gleiche Würfelgerät. Ja, mal gucken. Zum Fortfahren Enter drücken. Gleich wird eine Verbindung zur Person in der Vergangenheit hergestellt. Achtung, jede Interaktion kann sich auf den Raum in diesem Gerät auswirken. Auswirkung. Um Zugang zu verifizieren, das Jahr der Erinnerung eingeben. 26, 1926. Zugriff gewährt. Bitte die folgende Information an die Person in der Vergangenheit übermitteln. Achso, jetzt habe ich diesen Würfel. Es ist quasi ein Sternform. Also oben links ist ausgefüllt, oben rechts, die Mitte unten links und unten rechts. Okay, ich habe Streichhölzer und ich kann mich bewegen. Ich bin eine Lady. Ich mache Lady-Sachen mit roten Haaren. Also hast du die Box geöffnet? Ich habe die muss Box ich bitte geöffnet. Wissen. Ich habe die. Dann würde ich das hier so vermerken, Herr Kartoffi. Vermerken Sie. Ja, ich habe jetzt das Snake spielen. Na. Jetzt kommt aber eine Biene. Not the bees. Durch die Streichhölzer. Alter. Okay, auf Wiedersehen, Biene. Hier fliegt eine seine Biene noch rum. Ach, die Achievements. Achievements, wir müssen ja Achievements sammeln, habe ich gehört. Nein, sowas machen wir nicht. Kann ich dich anzünden? Kann ich dich anzünden? Was machst du da? Nix, ich experimentiere. Wie sieht's bei dir aus? Bitte das Eingabefeld P17 aktivieren und die richtige Bilderreihenfolge eingeben. Okay. Ach so, stimmt, ich kann den Würfel ja drehen. Warte mal, erstmal muss ich hier diesen Knopf reinmachen, oder? Machen Sie Knopf rein. Einen Knopf reinmachen. Ja. Da ist P17. Was kann ich für Sie tun? Warte mal. Da muss der Knopf rein. Also, jetzt kommen diese Bilder. Warte, die laden gerade. Also ich habe jetzt eine Biene, ein Haus, einen Vater mit Sohn, also nur die Silhouetten. Ja. Und nochmal ein Kind. Genau, oben links ist das Haus. Oh, ja. Oben rechts ist die Biene. Ja. Unten rechts ist Mann mit Tochter. Ja. Und dann ist ein Vogel. Und dann ist ein Vogel. Und dann ist ein Vogel. Okay, jetzt passiert was. Okay, jetzt habe ich oben links ein umgedrehtes Kreuz. Hallo, Herr Rabe. Hast du einen Raben bekommen? Ich, kann ich dich anzünden? Oh Mann!
Dinge, die mir nicht gefallen. Jetzt kannst du das auch mal so. Ich sitze hier nur vor meiner Box und chille. Ach ja, ich trinke mal einen Schluck. Trink mal einen Schluck. Was war jetzt bei dir? Was ist jetzt passiert? Also oben links ist ein umgedrehtes Kreuz. Also ich habe jetzt hier vier Symbole, die ich dir bestimmt ansagen muss, Ja, die musst du mir ansagen. Warte, ich habe es gerade gefunden gehabt, aber also, ich bin bewegt. Also, oben links ist ein umgedrehtes Kreuz. Wie rum umgedreht? Ja, so umgedreht. Ja, ein Pferd also, ja. Pferd, ja, so kann man es auch sehen. Weiter. Rechts ist so ein Fenster, so ein Bullaugenfenster mit einem Kreuz drin. Ja. Unten links ist, was ist denn, wenn das oben Schwert ist, was ist das, ein Löffel? Ach so, ja, okay. Und rechts ist so ein Fenster, wo du nur unten so einen Mittelbalken hast. Ja, ich hab Steine. Nee, Kohle. Steine, ich dachte auch, das Steine sind. Kohle. Okay, ich habe lustigerweise diese drei Striche, diese drei Leisten für die Thermoregulation. Ja. Und zwar beim obersten ist es ganz links. Wo muss ich denn das jetzt angehen? Also auf der einen Seite hast du, müsste da jetzt so drei Maßbänder sozusagen so sein oder drei Maßeinrichtungen mit je fünf Strichen, mit je fünf Einstellungen. Und dann müsstest du so Hebel betätigen können. Ach, da, ja. Habe ich. Also ganz links, ganz rechts und das zweite von links. Ja, es passiert was. Ich habe jetzt eine Batterie. Bei mir ist ganz schön viel Rauch. Wo ist die Biene eigentlich? Die ist tot. Nein, die Biene soll nicht tot. Haben wir direkt umgebracht. Okay, ich habe jetzt eine Batterie, aber wo stecke ich die rein? Hallo? Hallo, ich weiß es nicht. Du hast die Maschine, der... Ich rede mit der Maschine. Ach so. Was könnte ich da eine Batterie reinstecken? Nee. Meine Güte, da unten mal wieder aus hier. Ist okay. Ich habe die Suppe gekocht. Wieso geht das kann nicht ich rein? Ausmachen in den Herd. Ich habe noch ein Schachspiel und ich habe noch diese Tür mit den Uhr und die Tür mit den Fenster, mit den lustigen Fensterbildern. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Was sagt denn die Maschine? Also sie redet mit mir. Mhm. Die redet immer mit dir, die Maschine. Ach da. Ja, du sollst das Belüftungssystem aktivieren. Ja, dann betätige das Belüftungssystem. Ich glaube, das musst du machen, oder? Nee. Wie denn? Ich habe dir doch die Ansage, diese drei Schichtungen gesagt. Ja, das habe ich ja gemacht. Und da kam dann die Batterie raus. Kannst du die irgendwo reinstecken? Vielleicht sind die Hebel jetzt anders, Katavi? Nein. Ich glaube, die Hebel haben sich verändert, oder? Nein. Nee. Das läuft ja super so. Okay, aber die Maschine sagt, du sollst die Belüftungsdinger ich machen. Oder du? Hier steht Rauchgasausstoß reguliert, Belüftungssystem aktivieren. Ja, dann mach doch. Ja, aber wie denn? Ich habe ja kein Belüftungssystem, das hast du ja. Nein, ich habe kein Belüftungssystem. Dreh dir mal die Box, du kannst sie drehen, falls du das nicht weißt. Ja, ich drehe ja schon die ganze Zeit. Am Rad drehst du. Ja, gleich. Mit meiner Geduld ist es nicht so, ne? Also ich habe die Box ja gedreht und ich habe auch eine Batterie bekommen. Ja. Aber ich habe jetzt überall ausprobiert, ich kann sie nirgendwo reinstecken. Was hast du denn noch da so? Ja, nichts. Für die Box. Ja, aber an der Box. Die hat sechs Seiten. Ja, ich habe schon alle Seiten durch und habe überall die Batterie mal reingeschoben. Und es geht nicht. Da ist ein Platz, wo ich denke, ja, da kommt die rein. Und die kommt aber nicht da rein. Weil der Schlitz passt. Unter so einem Ausrufezeichen. Kann ich dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe hier nichts. Ich kann hier nichts aktivieren. Ich habe dir die Notiz gegeben. Ja, ich hab's. Also ich habe jetzt eine Uhrzeit und Belüftungssystem ist aktiviert. Okay. Ich kann dir nichts tun. Es ist 13.15 Uhr. Bei mir. Oh, endlich Wind. Endlich ist hier wieder belüftet. Wollte ich einfach nur vergessen. Ich glaube auch. Wo kommt denn der Wind her? Nur aus purer Neugier. Ich soll jetzt die Uhrzeit übermitteln.
Linse entriegeln, die drei Schalter an der Linse einstellen, um in den Raum der Person der Vergangenheit zu blicken. Okay, die Uhrzeit habe ich jetzt übermittelt, 13:15 Uhr. Libro, setz dir bitte diese Maske auf. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Vielen Dank, Albert Van der Boom. Wo kommt der Wind her? Den habe ich gemacht, glaube ich. Aha. Vor allem, der ist so stark, dass der Stuhl wackelt. Also, ernsthaft. Drei Schalter an der Linse einstellen, um in den Raum... Person der Vergangenheit, drei Schalter an der Linse. Genau, da sind, das ist so ein Kreis und da sind diese, dort sind so drei, Uhrzeiger dran. Mich überfordert. Ach, ich muss mal hier was reinstecken, glaube ich. Ja. Steck mal was rein. So. Disco Time! Ach, jetzt sind dieses Guckloch da mit diesen. Also, es ist auf 12, auf 15 und auf 9 Uhr. Genau, du musst du musst den Pfeil auf also der Pfeil muss auf 9. Mhm. Der Kreis muss auf 6. Ja. Und das Kreuz muss auf 3. Okay. Ah, jetzt sehe ich die Tür bei dir. Ja. Jetzt muss ich dir sagen, was bei mir leuchtet wahrscheinlich, genau. Ne? Also das ist oben rechts neben dem Schmetterling die Pyramide. Ja. Dann links in dieser Tür der Baum. Ja. Und der Würfel. Yay, neue Uhrzeiten. Und zwar der Pfeil auf 10. Ja. Der Kreis auf 7. Ja. Und das Kreuz auf 1. Ja, hat geklappt. Jetzt leuchtet der Schmetterling und das Skalpell oder Messer, was auch immer das sagen soll. Messer. Okay, dann Pfeil auf 11. Ja. Der Kreis auf 8. Hm? Und das Kreuz auf 4. Jetzt leuchtet der Schmetterling, die Pyramide, der Würfel und das Messer. Ja, die Tür geht auf. Ich kann da durchgucken. Ich sehe ein Auge. Wer ist das? Du hast blaue Augen. Das wusste ich gar nicht. Was lachst du so? Nein. Das ist schön, wie du aufgehst. Ich habe hier eine Voodoo-Puppe. Pass genau auf, ne? Sonst kann ich die anzünden? Nein, du kannst nichts anzünden. Ja, nur weil du es nicht hinbekommen hast, heißt das... Zündhölzer weg. Sichtkontakt mit der Person der Vergangenheit hergestellt. Die 6 Schalter einstellen, Diskette einlegen. Ja, die 6 Schalter kann ich dir sagen. Wenn ich wüsste, was für 6 Schalter gemeint sind. Die kann man so hoch und runter stellen. Das sind so kleine, so einfach nur so kleine Nupsis, die man nach oben und unten betätigen kann. Ja. Also, oben, unten, oben. Unten, also, unten, wie, unten. Wie denn? Von oben links. So, okay, die Leserichtung in Europa. Ja, oben, unten. Also, oben, unten, oben. Unten, unten, ja. Unten. Yay, jetzt habe ich auch die Diskette. Yay. Da weiß ich schon, wo ich die reinstecken muss. Das ist offensichtlich. Ah, ich hab mein Computer hatte das noch. Rein damit. Ja, Disketten gibt's heute gar nicht mehr, ne? Nee. Auch CDs gibt's eigentlich gar nicht mehr. Mein PC hat gar kein CD-Laufwerk mehr. Hat meiner auch nicht mehr. Gut übermitteln und Enter drücken. Achso, jetzt habe ich, jetzt leuchten bei mir von Albert Van der Blum ein paar Buchstaben auf. Ah ja. Die du jetzt anklicken Hau musst. Mal raus. Das L. Ja. Yeah. Dann bei Van der Blum das V und das A. Ja. ER und O. Das erste O. Yeah, geht auf! Ah, der sieht aber gut aus, der Mann.
Nach Öffnen des Sargs die Sicherheitsfrage beantworten. Was liegt Albert van der Boom am Herzen? IDAV. IDAV. Eine Dame. Sie sieht aus wie eine, wie so eine Wahrsagerin. Weißt du, so auf den Jahrmärkten, wenn der, oder zu Weihnachten jetzt, wenn du da so dein Schicksal, deine Zukunft vorhersagen lassen kannst und du weißt, die sagt sowieso nur das, was sie versucht dich nur zu lesen. Und Und hat dann immer recht. auf jeden Fall, weil das ja eh auch einfach Aussagen sind, die so allgemeingültig geschrieben sind, Ja, leider, ne? dass sie eh für jeden gelten. Die Person in der Vergangenheit platziert den Altarschlüssel und erhält drei Substanzen: Knochen, Fleisch und Blut. Noch bin ich dabei. Ich habe ein Ohrbuch. Ah! Oh. Ich habe einen Code. Brauchst du einen Code? Bringt dir ein Code was? Also ja, ich habe hier Knochen. Ich kann das. Nee, warte mal. Also ich glaube, ich kann auswählen zwischen Knochen, einem Ohr und Dann mach Blut. mal Blut. Ja. Und dann habe ich einen Code für dich. Nee, warte mal. Klappe wird entriegelt. Ja, es passiert was. Warte. Klappe gehen. Informationen auf dem Ausdruck an die Person der Vergangenheit übermitteln und das Geheimfach finden. Hier ein Ausdruck? Ach da. Ja, jetzt muss ich dir, glaube ich, diesen Code sagen. Nee, ich muss dir den Code sagen. Ja, okay, dann sag du mir den Code. 2Y 3Z 1X. Oh ja, das stimmt. Jetzt passiert bei mir was. Ein Hinweis liegt im Auge der Krähe. Auge der Krähe. Oh, ja, und zwar Y3 Ja. X1 Z2 in Blut oder roter Fingerfarbe. Ein Hinweis liegt im eigenen Abbild. Aha. Warte, das ist der Spiegel, habe ich gehört. Das eigene Abbild. Ganz viel Fingermalfarbe. 3, 1, Ja. 2Z, Ja. YX. Auch in roter Fingermalfarbe. Jetzt habe ich hier was ganz Komisches. Habe ich hier den Plan von deinem Zimmer. Ach so, und in der Kommode müsste bei dir was liegen, neben dem Stuhl. Ah. Da ist eine Kommode, da musst du mal hin, glaube ich. Ja. Da ist ein Löffel und ein neuer Code. X, Z. Y3. Ja. 1, 2. Die heiße Suppe essen und eine Gabel erhalten. Dann essen wir doch mal die heiße Suppe. Ich habe einen Kristall. Das erinnert mich, die Suppe ist vermutlich wie bei Harry Potter in Band 6, dieser Trank, den Dumbledore trinken musste, bevor er gestorben ist. Ich habe mich noch nie mit Harry Potter beschäftigt. Dumbledore stirbt im sechsten Band. Okay. Na klar, das wusste ich natürlich. Hast nie Harry Potter geguckt? Nein, oh ja, so reagieren immer alle. Mann, ich finde das doof. Ich hab mal in so einen Film reingeguckt, ich fand das so blöd. Ich bin halt nicht so für Fantasy und Nee, ist so. ja okay, ich war nur verwirrt und so. Ja. Oh, erstmal einen Corona-Test machen hier. Kenn ich ja. Ich habe Blut. Okay. So, das Blut muss wohin? Oben, okay. Fand die Maschine gut. So, was jetzt? Hat die Person in der Vergangenheit Blut erhalten? Ja, hat Hat sie. sie. Person in der Vergangenheit platziert den Altarschlüssel und erhält drei Substanzen. Ach so. Ach, dann Dann bist du machen wir das jetzt nächste. weiter. Ja, sag mal, was wir als Ja. nächstes machen. Ja. Die Klappe wird gerade entriegelt. Das dauert erstmal seine Zeit, ja? Das ist hier. Wir arbeiten langsam hier. Es ist Zur Technik Klappe und so, gehen. ne? Ja, genau.
Die Person in der Vergangenheit soll alle Kerzen entzünden und das Tagebuch platzieren. Hat's gemacht. Inhalt der Dias übermitteln und Fleisch erhalten. Okay, ich hab die Dias. Okay. Also, das erste Dia müsste ein... Als Kind wurde ich von einer Biene angegriffen. Meine Geschwister lachten mich aus. Und jetzt? Ja, das sehe ich jetzt hier gerade. Und da ist jetzt bei mir, da sind ja so vier Kästchen. Bei mir ist unten rechts das ausgefüllt. Unten rechts? Ach so, dann, ja, genau. Okay. Dann, Ida hat... sie hat mein Herz gebrochen. Hä? Warte mal. Sie hat mein Herz gebrochen. Ach so, ja, das ist oben rechts. Das Kästchen, okay. Ausgefüllt. Die Geburt meiner Tochter Rose war mein größter Erfolg im Leben. Ich meine, du hast aber für nicht viel gemacht, würde ich sagen, mein Freund. Dein unten links. Dein Anteil war da relativ gering. Ich habe das Würfelgerät entwickelt, um eine Verbindung zur Zukunft herzustellen. Unten rechts. Wenn ich ein Schachspiel verliere, endet mein erstes Leben. Deswegen spiele ich kein Schach. Was soll das jetzt sein? Diese komische Figur wahrscheinlich, ne, oben rechts. Meine schwarze Seele wird noch in der Zukunft bestehen und auf Wiederbelebung warten. Eigentlich, also ich bin fertig hier. Es müsste noch ein Dia irgendwo sein mit einer schwarzen Seele. Ach so, dann ist das oben rechts, aber was? Dann ist das vorletzte falsch gewesen. Hab ich nicht. Ein Schachspiel? Ich hab kein Schachspiel. Müsste ich mal umgucken, weil du müsstest, vielleicht, aber warte mal, hast du kein Schachspiel? Nee, als Dia nicht. Als Dia habe ich diese schwarze Seele, das ist oben rechts. Ja. Dann habe ich die Geburt, das ist unten links. Warte, nochmal, Geburt ist unten links, ja. Was ist das noch? Genau, warte. Dann kommt die Ida, oder wie sie hieß, oben rechts. Ja. Dann kommt die Würfelerfindung unten rechts. Ja. Und die Bienen unten rechts. Dann geht's bei mir wieder von vorne los. Aber dann fehlt hier irgendwie eins. Du müsstest ein Dia irgendwo haben. Ach so. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich... Warte mal. Kann ich dich anmalen? Ja, jetzt habe ich das Schachspiel. Das ist oben links. Ich habe ein anderes Dia. Mann, ja, das war in meinem Inventar. Ich wusste nicht, dass das ein Dia sein soll. Ich habe einen Skalpell. Stimmt gut. Damit kannst du lustige Dinge tun. Ja, am Ohr rumschnipseln, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Komm mal her. Gib mir dein Ohrchen. Okay, nicht am Ohr rumschnipseln. Ja, das wird ihm schon gefallen. Das gefällt ihm schon. Ich meine, der hat das ausgedacht. Das ist seine Erfindung, ne? Er wollte es so. Er wollte es, genau. Das kommt in den großen Kasten. Hast du jetzt das Ohr, ja, ne? Ich habe das Ohr. Hat die Person der Vergangenheit Fleisch erhalten? Ja. Yeah. Genau. Oh, ich hätte... Mist, ich hätte mit dem Skalpell die Voodoo-Puppe anstechen müssen. Okay. Das hätte bestimmt funktioniert. Du hast doch das Fleisch erhalten, oder? Ja, hab ich. Warum? Das nicht. Warum? Was geht nicht? Hast du schon alle Kerzen entzündet und das Tagebuch platziert? Ja. Warum geht's bei mir jetzt nicht weiter? Warte mal. Du musst jetzt den nächsten Teil auswählen. Jetzt müssen wir Zahn, Knochen machen. Ja, genau, aber... Ah, jetzt geht's. Ging gerade irgendwie nicht. Klappe wird jetzt entriegelt. Lag natürlich nicht an mir, dass das nicht natürlich, ging. Natürlich, natürlich, natürlich. Der Stecker war drin. Zur Klappe gehen, die Zahnsequenz an die Person. Ich gehe zur Person. Ich gehe, an den Mund. Ah, okay. Jetzt sind wir bei er Zähne. Atmet. Das ist ja nett. Ach, jetzt muss ich dir sagen, welche Zähne du anklicken musst. Bist du schon so weit? Ich bin bereit. Der fünfte von links in der oberen Reihe. Der untere, der zweite von links untere Reihe.
Der dritte von rechts obere Reihe, der dritte von links obere Reihe. Der fünfte von rechts untere Reihe. Der dritte von rechts obere Reihe. Der erste von rechts obere Reihe. Der vierte von links untere Reihe. Der dritte von rechts untere Reihe. Der fünfte von rechts obere Reihe. Ich habe einen Zahn und der erste von links untere Reihe. Naja. Oh, es gab eine Errungenschaft. Oh, was denn? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, dass was aufgeploppt ist. Irgendwas mit Zahn. Irgendwas mit Irgendwas. Zahn. Irgendwas mit Zahn. Meine geliebte Tochter Rose, wenn du diesen Brief liest, hast du das Gerät, das ich entwickelt habe, bereits aktiviert. Bei korrekter Anweisung hilft es der Person im Jahre 1894 oder andersrum irgendwelche Zahlen in dieser Konstellation. Deine Aufgabe ist es, Knochen, Fleisch und Blut in die Zukunft zu schicken, um den Wiederbelebungsprozess zu starten. Ja, bitte. Alles reingepackt. Was musst du jetzt? Jetzt musst du mal gucken, was sagt die Maschine? Habe ich jetzt Enter gedrückt? Sie sagt immer noch, dass der Zahn fehlt. Zahn fehlt nicht. Zahn fehlt nicht. Er sagt immer noch, Zahnsequenz an die Person der Vergangenheit übermitteln und Knochen erhalten. Aber wir haben den Zahn ja schon. Vielleicht ist deine Zahnsequenz noch nicht fertig. Hast du den unteren, den ersten von links untere Reihe gedrückt gehabt? Ja, den habe ich noch gedrückt und dann ist ja auch was passiert. Was denn passiert? Weiß es nicht mehr. Aber bei dir leuchtet jetzt keiner mehr. Jetzt leuchtet wieder einer, als hätte ich es nicht gemacht. Holy Aber du hast ja den crap. Zahn bekommen. Es ging ja nur darum, dass Ja, du ich den kann auch Zahn nichts mehr bekommst. drücken. Und bei mir leuchtet auch das, also ich habe auch den Haken, dass du den Zahn hast. Ach nee, bin ich jetzt wieder ganz nach vorne. War bestätigen, dass die Person in der Vergangenheit drei Substanzen erhalten hat. Das Jahr der Zukunft eingeben. Was hast du vergessen zu machen? Erzählt? Komm, erzählt. Ich möchte nicht darüber Doch, wie reden. sage, was musstest du noch machen? Man konnte einfach. Also da, wo es geblinkt hat, ich konnte die, es hat, waren ja drei Haken und der Zahn hat die ganze Zeit geblinkt. Ich musste dann mit den Pfeiltasten auch auf das Enter-Zeichen gehen und dann Enter drücken. Ich musste quasi zweimal Enter drücken, nicht nur einmal. Ja, sagen wir nichts zu. Lassen wir einfach so stehen. Wird natürlich nicht reingeschnitten. Natürlich nicht. Das Jahr muss, ich muss jetzt das Jahr der Zukunft hier eingeben. Ich meine 1984. gleich. Oh Mann. Kaninchen hat alles vorhergesehen. The Year of the Future. Ich habe schon wieder eine Errungenschaft. Yay! Jetzt habe ich auch diese tolle Kassette. Da weiß ich zum Glück schon, wo ich sie reinstecken muss. Steck's So. rein. Klappe auf. Kassette rein. Klappe zu. 14:35 Uhr. Oh, ich höre richtig, richtig geile Mucke. Cool. 14 Uhr, wie viel? 35. Ich höre auch keine Hast. Mucke. Man. Techno-Mucke. Ist genau Ja. meins. Meins auch. Ich bin im Besitz von Scherben. Kannst du was mit Scherben anfangen? Also ich habe jetzt gerade, erstmal ist das Glas umgefallen von der Technomucke. Glückwunsch. Jetzt habe ich den Schraubendreher da. Warte. Ja. Schachbrett öffnen und zusammen Schach spielen, ja. Gut. Oh, lass Ich uns weiß, was ich Schach tun muss. spielen. Mal hier die Schrauben lösen. Ich habe auch zwei Schachfiguren. Wir wären fast gescheitert, weil ich nicht wusste, dass ich da noch zweimal Enter drücken muss. Okay, ich habe das Schachbrett. Ah, Frauen und Technik. Ruhe! Also mir gefiel wirklich die andere Seite besser. Mehr so mit Bildern.
Okay, also Okay. schwarz steht auf A1, weiß steht auf A6. Bei Ja. mir. Schwarz ist jetzt auf E5. E5. Weiß geht auf A3. Schwarz E1. Weiß auf F3. Schwarz ist auf C3. Weiß ist auf D1. Schwarz ist auf C6. Weiß ist auf D6. Ich habe eine Diskette. Ich habe eine Münze. Ich habe Geld bekommen. Das ist viel besser als so eine Diskette. Nein, wer weiß, was auf dieser Diskette drauf ist? Dann ist Weiß es niemand. Es raus. gibt keine Diskettenlaufwerke mehr. Habe jetzt eine rote Diskette. Stromstoßprogramm wird geladen. Das ist Das ja klingt gut. sehr gut. Ich elektroschockifiziere dich jetzt. Oh. Na? Oh. Das ist Na? ja, Kommt schönen guten Tag daher. Oh, mein fucking Gott. Hallo. Jetzt hast du endlich mal diesen Teil. Oh, ich freue Kann mich. ich dir helfen? Ich gucke hier nur aus so einer Maschine. Ich guck mal weg. Oh, cool, Die blaue Person in Flammen. der Vergangenheit legt die Münze auf die Augen des Toten. Würde ich niemals tun. Ist bestimmt Das noch nie machst du passiert. jetzt. Ich bin schon viel weiter. Ich hab. Echt? Hast du das schon gemacht? Ja. Ich hab neue. Bei der Heizungseinstellung, bei diesen drei Strichen mit den fünf Einstellungsmöglichkeiten. Denn Also das. beim mal langsam, ja? So schnell bin ich Das nicht. Feuer ist jetzt blau. Das Programm verursacht eine Überspannung. Wird die Energie korrekt gelenkt, entsteht eine neue Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, ein goldener Würfel. Cool. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Gibt's so Dinge, da möchte ich vielleicht einfach auch nicht. Oh mein Gott, Ich habe eine hallo. Ratte. Hattest du auch eine Ratte? Ich bin mir nicht ganz. Alter, das ist so gruselig. Hallo. Gerade weggerannt. Die sechs Schalter Es ist einstellen. fast so weit. Ja, ich habe neue Schalter für dich. Ja, genau. Welche Schalter? Ach, die Schalter, ja. Die drei und die Ja. sechs Schalter. Und zwar unten, oben, unten. Unten, oben, oben. Alles klar. Ich habe eine Sicherung bekommen. Cool. Und ich werde sie benutzen. Du musst mir helfen. Okay, du müsstest wahrscheinlich dann neue Schalterformationen kriegen, ne? Nein. Sichtkontakt abbrechen. Ach so, ja, Sichtkontakt abbrechen. Und zwar, das ist dieser Kreis mit den drei Uhrzeitmöglichkeiten. Ja, hab ich. Mit der. Warte mal, wir haben mit dem. Der Pfeil ist auf 2. Ja. Der Kreis ist auf 10. Ja. Und das Kreuz ist auf 6. Naja, jetzt sehe ich dich. Also ich sehe deinen Raum gerade. Ja. Hallo? I, geh weg. Jetzt habe ich die nächste Sicherung. Ich will nicht weggehen. Und jetzt müsstest du noch die Temperatursache. Temperatursache, ja. Aber wo? Das sind diese drei Linien, wo es fünf Einstellungsmöglichkeiten gibt. Ja, okay, hab ich. Und zwar der dritte, also genau in der Mitte, Ja. links, rechts. Also jetzt von. Von oben, genau in der Mitte, das obere genau in der Mitte. Darunter Ja, ganz ich hab's. links. Es Okay. funktioniert schon, ja. Ich hab grad. Es hat irgendwie kurz gedauert, aber jetzt habe ich die Sicherung. Die bei mir durchgebrannt ist. So, ich habe sie eingesetzt. Hebel für Stromstoß entriegelt. Ziehen, um das Programm auszuführen. Führen Sie auf. Also du musst ihn ziehen, ne? Den Hebel, kann das sein? Ist kein Hebel. Oh, ich habe die Biene gefunden. Ist keine. Ich habe keinen Hast Hebel. keinen Hebel? Hab Nein. ich den Du Hebel? hast den Hebel. Ich hab den Hebel. Wie unerwartet. Wo hab ich den Hebel? Ach, da habe ich den. Ach, das ist aufgegangen. Ah. Zieh jetzt! Zieh. Jetzt ist 15:20 Uhr. Wirklich?
Oh, bei uns ist 15.25 Uhr, hier ist 15.20 Uhr. Oh, hat die Person in der Vergangenheit die Zeit auf 15.20 Uhr eingestellt? Ja, hat sie. Hat die Person in der Vergangenheit den goldenen Würfel erzeugt und im Würfelgerät platziert? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht so genau wo. Oh, im Würfelgerät hallo. Natürlich. Schönen guten Tag. Können Sie helfen? Wir müssen diese Energie aus dem Jahre 1984 verwenden, um eine neue Verbindung mit der Zukunft herzustellen. Eine goldene Zukunft. Dankeschön. Leg den Würfel in das Gerät. Und starte den Wiederbelebungsprozess. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich überlege gerade, ob ich dir nicht einfach einen Stromstoß verpasse. Also. Dich kille. Kann ich das? Ich glaube nicht. Sehr voll witzig. Ich glaube, das geht nicht. Ja, schade. Was soll denn hier schade heißen? Also, hast du den Würfel erzeugt und platziert? Hab ich. Beide müssen den Pfeil nach unten gedrückt und 10 Sekunden gedrückt halten. Okay. Beide müssen gleichzeitig drücken und festhalten. Ja, sag Bescheid, wenn du loslegen kannst. Ich kann. Dann los. Wumbly Wumbly Time. Kaboom. Oh, die Grafik verbessert sich. Ich hab grad eine Flash abgekriegt. Ja, ich auch. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.